Zelda, yo, Alter, Zelda, Link to the Past, yeah, Leute, yeah, Zelda, willkommen zurück. Geh bitte einfach durch den Dungeon. So, ich muss mal kurz einen Überblick schaffen. Ja, denn, wo waren wir denn? Es ist schon wieder ein bisschen her. Ach, wir haben die Karte noch gar nicht. Nee. Okay, ja, das ist aber schon wieder. Aber wir haben den großen Schlüssel. Ja, es ist schon wieder. Geht zu. Es ist schon wieder so lange her. Wo sind wir überhaupt reingekommen? Ist von hier gekommen? Naja, na, vielleicht. Nee. Aber das ist sowieso nur ein Raum. Ja. Ihr müsst wissen, das ist wieder so lange her mittlerweile. Das Projekt. Wir haben ja. Achso, wir haben gar keine Flaschen mehr voll. Das Projekt ist ja mittlerweile schon. Also wir haben angefangen aufzunehmen 2006 war es, glaube ich. 2003. 2003 sogar schon, okay, ja, weil wir haben ja so wenig Zeit, deswegen na, geht das halt nicht so, geht das nicht so schnell. Sehr gut. Nur, dass wir jetzt erst hier hinkommen. Oh, sehr schön. Rüstung. Ja, guck mal, wir haben eine lila Mütze jetzt auf. Cool. Das sieht eigentlich total dämlich aus. Link ist total bunt. Seine Arme sind grün, sein Körper ist rot. Warum bist du jetzt eigentlich nach oben gegangen? Weil hier waren wir schon. Hättest du nicht eher südlich gehen sollen? Sind sicher, dass wir hier schon waren? Tuten? Da habe ich doch den Schlüssel geholt. Guck mal, rechts oder links können wir noch lang. Hier. Noch ein Schlüssel. Schlüssel sind immer gut gebrauchbar. Ich frage mich, ob es hier ein Rätsel gibt. Meinst du das etwa? Ich weiß es nie. Ich bin nicht so ganz sicher, ob du damit recht haben könntest. Aua. Ich hab gewusst, dass du da reinläufst. Boah, du hast einfach die Löcher weggemacht. Boah, voll das Rätsel gelöst. Krass, Mann. Oh, wie geht das hier wohl nur? Ich bin etwas überfordert, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Du brauchst Greifenfeder. So, ich nehme einfach mal an, dass das Ding weg muss. So, ich gehe erst nach unten. Ach, unten ist immer gut. Das war das falsche unten. Mann, was kannst du überhaupt? Oh, da sind, Ja, warum ich den nicht getroffen habe. Siehst du mal. Ich glaube, da waren wir auch schon, oder? Nee, da war man. Der hat gar nicht gecheckt, dass ich ihn angegriffen habe. Was ist das, ey? Aua, ey. Ah, nee, hier waren wir noch nicht. Ja, nach rechts. Die verschlossene Tür hätte uns den Hinweis geben können. Ja, eventuell. Es hätte aber auch einfach sein können, dass ich keinen Schlüssel hatte. Ja, da kommt jetzt bestimmt eine Karte raus. Ja, 100 pro, dann. Nee, Quatsch. Kompass, verstehst du? Kompass haben wir schon. Cool. Yay, so, jetzt kann ich auch mal auf die Karte gucken zum Überblick. Oh je. Dieser Dungeon-Bahn, schau dir an, der hört nie auf. Gerade erst angefangen. Und schon hört er nicht auf. Wir sitzen 2018 noch hier. Mindestens. So, wir verhalten uns. Wir halten uns von unten. Ja. Kann ich wieder durch die Wand schießen? Da kommt noch ein Schlüssel. Vielleicht willst du einfach eine Bombe legen. Ja, macht's wohl irgendwie leichter. Schon, ne? Muss nicht unbedingt immer glitschen. Manchmal geht's auch einfach so. Das ist ja öde! So voll blöd, ey! Voll doofig! Schlüssel? Ach, da erinnere ich mich auch noch dran. Yay! Das ging auch mit einer Bombe. Ja. Oh, ja, ich glaube, die war zu nah, oder? Ah, nee, okay. Meine Güte. Was wird da wohl passieren? Keine Ahnung. Aua. Wie er sich halt trotzdem treffen lässt. Boah, komm, leck mich. Wow. Geil. Wow, Mann. Wow. Feuer. Ich krieg dich. Ich hoffe, da ist mal wieder ein Schlüssel. Ich wette, den einen Block, da musst du irgendwie verschieben. Ja. Der Rätsellösmeister hat wieder Rätsel gelöst, siehst du mal. Der rätsellösende Rätsler. Der Rätsel ist ein Rätsler. Sehr schön. Dein Nimmus erinnert mich das gerade. Ich weiß, komm, bin ich drauf was. Gott. Irgendwas mit Hackfleisch. Stimmt, der Hackfleisch hassende Zerhacker. Genau, der Hackfleisch-hassende Zerhacker. Der rätselrätselnde Rätsler. Rätsellösende Rätselrätsler. Der Rätselmark. Oh, komm schon. Mann. Kein Pokémon-Rätsel. Natürlich. Wir sind hier in einer Pokémon-Arena. Nee, das war immer noch Zelda-Musik.
Sehr gut. Fertig, wäre jetzt mit dem Rückstoß. Boah. Ach, come on. Das ist doch lahm. Du kannst dich da übrigens drüber glitschen. Aber ich soll doch nicht mehr glitschen. Ja, das stimmt. Der Weg führte uns in einen Raum, den wir bereits besucht haben. Ja. Völlig. Ach so, das war der Raum, wo du den Weg sehen kannst. Ja, yeah, wo ich den Weg ganz genau sehen kann und du nicht. Ja, das ist ein bisschen fies. Muss man jetzt Schluss geben. Ich möchte jetzt aber einfach mal, glaube ich, klappe einfach mal diese ja, wenigen Räume ab, da die noch dunkelblau sind. Ja. Keine Ahnung, mal sehen, was du, mal sehen, was da so ist. Aua, Stachel! wir weggeflogen auch total, ne? Quer durch den Raum geballert. No! Lass mich mal durch da, lass mich durch. Diese Treffsicherheit, ne? Du triffst immer ganz genau die Stachel. Okay. Da brauchst du den so Maria-Stab. Maria-Stab, kehre zurück. Ja. So, okay. Dann, nein. Da lass mich gar nicht mich drauf ein. Willst du keine Fee nehmen? Willst du keine Fee mitnehmen? Pass auf, hier ist ein Wallmeister, ne? Ach ja, oh Gott. Floormeister. War das ein Wall? Ne, ich glaube, es war ein Floormeister. Alter. Gut, dass sie jetzt direkt nicht. Ey, geh weg. Äußerst ungünstige Situation gerade. Etwas. Wo bleibt der Typ? Der hat keinen Bock mehr. Ah, da ist er doch. Krieg ihn um! Voll eiskalt aufgeschlitzt, Mann. Ist das ein Kerl oder eine Frau? Ich weiß es nicht. Weiß was nicht. Schlecht hat eine Hand. Stimmt, ein Typ, er grapscht. Aber es ist ein Mann, den du angrabst, insofern. Ja, stimmt. Ja. Genau außerhalb der Reichweite. Ja, das vorzüglich. War hier. Vorzüglich köstlich, königlich. Nicht pflichtig. Ah, das ist doch mal ein hübscher Raum, Mensch. Na, schade, nicht erwischt. Ich geh mal eher davon aus, der Krug drüber. Der Krug? Der Stein über dem Krug, über den Krügen, einer der beiden. Oder so. Jetzt hast du aber den anderen, glaube ich, ein bisschen verbaut. So, nun gehe ich einfach nochmal rein. Falls hier überhaupt was Sinnvolles gibt. Na, wahrscheinlich nur Magic. Naja, vielleicht ist unter einem ein Schlüssel, vergiss das nicht. Ja, man kann nie wissen. Ja, die Situation hatten wir schon. Mal. Denkst du? Ja. Nee, ich glaube, du hast verkackt. Also du kannst den da in der Mitte noch nach unten schieben. Den zwischen den beiden. Ah, das war total unnötig. Das war mehr als unnötig. Gut, dass wir das geklärt haben. Na, immerhin haben wir nichts bekommen. Schon mal den Raum abschlossen. Jetzt könnten wir noch da. Wie komme ich denn da hin? Ja, oben links, dahin? links, oben. Ah! Okay, links. Ich könnte mich einfach von dem Wallmeister raustragen lassen. Au, ah! Nimm dir doch jetzt die Fee mit. Oh. Sehr schön. Tipp. Fein hast du das gemacht. Wunder. Wo komme ich da raus? Nur mal eben gucken. Wahrscheinlich im nächsten Stockwerk. Ja, aber, ach, das war hier. Ah, der Eingangsbereich. Na, dann gehe ich wieder. Tschö. Ich hab keinen Bock mehr. Ey, Alter, das geht gar nicht hier. Ich hab keinen Bock hier rumzustehen, ey. Ist voll scheiße, ey. Immerhin haben wir alle wichtigen Items jetzt. Kompass und Karte. Ja. Und wir haben ja allgemein alles, bis auf ein Schwert-Upgrade und... Pfeil-Upgrade und andere Pfeil-Upgrades. Genau. Wobei das Pfeil-Upgrade, das kriegen wir erst ganz spät. Mhm. Also bald. Weil es ist schon recht spät im Spiel. Recht spät. Ja, können wir so sagen. Ach, das sind die Dinger, die erst schießen, wenn ich schlage. Okay. Ah, mehr Geld ist gut. Aber ich sehe schon kommen, dieser Raum war total nutzlos. Wieder mal. Außer es passiert noch was, wenn du alle Gegner umhaust, natürlich. Wenn du es schaffst, natürlich, wenn du dazu in der Lage bist. Sehr schön machst du das. Bonk. Boah, wie er sich durchs... Ich bin schon ruhig. Hat eh keinen Wert. So, naja gut, das war aber wieder so ein unglaublich geiler Raum, der... Naja, zumindest haben wir mehr Geld für die Pfeil-Upgrades.
gehe nochmal unten lang, weil ich glaube, die Teleporter können uns auch noch woanders hinbringen. Das war nämlich so ein abgefuckter Scheiß. Glaubst du wirklich? Ich glaube schon. Also wenn ich jetzt nicht irgendwo anders rauskomme, dann scheiße ich drauf. Dann gehen wir wieder in ein anderes Stockwerk oder so. Geh mal einfach woanders hin. Was? Du und deine Buttons, ne? Schön hast du das gemacht. Wunderschön. Ja. Oh, gerade so. Gerade so noch erwischt. Okay. Scheiß jetzt einfach drauf. Ist vielleicht das Beste. Ah! So wie du dich anstellst. So. Ey! So. Ach komm. Das kann schon ein bisschen nervig sein. Etwas, ja. Das übrigens auch. Lauter Schreck gespeichert, Pause gedrückt, ja. Ah! Wo bin ich denn das letzte Mal reingegangen? Links. Also jetzt da. Ja. Ah ne, du warst das letzte Mal rechts rein, aber links geht's nicht weiter, siehst du mal. Aber du kommst dann irgendwo anders raus. Ich darf immer zurückgehen. Schau, du könntest noch da oben durch, aber das bringt im Endeffekt gar nichts. Du bist dann nur da oben. Du kannst nichts tun, quasi. Das ist schon der richtige Weg. Gut, dann alte andere Etage einfach. Ja. Siehst du, da ist nämlich eine Sackgasse. Eine Sackasse. Was? Oh, falsche Taste. Ach ja. Übrigens, du kannst dich da oben durch den Teleporter durchglitschen. Meinst du an dem da? Dem da oben. In dem hier? Keine Ahnung. Ja, geht. Jetzt allerdings nicht mehr, weil du den Gegner umgehauen hast. Ach so, ja, ich verstehe schon. Das ist quasi voll verkackt. So. Das war ja wieder so unglaublich sinnvoll. Ja, das war total sinnvoll. Ja, doch, ein bisschen was haben wir erreicht. Wir haben immerhin... Wie ist denn hier der Weg jetzt schon? Ich sehe ihn ja leider nicht. Ja, du, egal in welche Richtung du läufst, du fällst. Das ist gut, dann gehe ich einfach hier lang. Dong! Ich habe halt Augen wie ein Adler. Du bist aber kein Adler. Du bist ein fuchselnde Fuchs. Dann halt ein Adlerfuchs. Fuchsadler. Fuchsadler. So, auf nach oben. Tschüss, Mann! Ihr Flaschen! Scheiß Knochenassis. So, wir haben hier den. Müssen wir doch eigentlich da in der Mitte hoch können, ne? Ja, wir haben jetzt den Mazda-Schlüssel. Den können wir nämlich einen Mazda fahren. Aber Link fährt doch nur Seat! Dachte ich. Ja, das tut er. Aber warte mal, schön. Diesen Raum erinnere ich mich. Ja, ne? Mit den tollen Glatzköpfen, wo man einfach hängen bleibt. Einfach mal so. Aus unerklärlichen Gründen. Das ist ein bisschen knapp, das weißt du, ne? Aber bravourös und gelöst. Ja. Ach, gut. Ja. Das war welcher Stein nochmal der da, ne? Natürlich nicht. Eben nicht. Wäre auch cool zu gewesen. Einfach. So. Gut. Ach je, den ganzen Scheiß nochmal hier, ey. Den musst du doch gar nicht verschieben. Was sagen? Ist nur der Stein rechts unten. Nee, der andere. Natürlich der andere, weil du es letztes Mal schon gesagt hast, das ist der zweite von rechts. Geh mal weg, Typ. Hä? Bin ich verwirrt. Ich hab doch jetzt alle ausprobiert. Hau mal die Gegner um. Achso, das ist so ein Scheiß. Weißt du, ich hab das letzte Mal genauso da gehangen wegen deinem blöden Tipp. Ich wollte dich nur mal das erleben lassen nochmal. Das glaube ich dir. So. Drecksack. Du musst das Ding in die Seite von rechts verschieben. Das war einfach so random, just for, hey, guck mal, das könnte bestimmt lustig werden. Ja. Oh, jetzt hat der Typ da abgewehrt. Weißt du, und ich häng da, schieb die Statue ewig rum, lass mich tausendmal von den Gegnern von den Stacheln zerfriemeln. Ich will jetzt, warte mal, ich hab eine Idee. Guck mal, ob das was klappt. Was machst du da?
Ach, schade. Nein, das klappt nicht. Ich dachte, das wird so ein mega Pfeil hier einfach den Gegner durchbohren. Bam, geh auf! Boah, voll kaputt gerammt. Weißt du, wozu die brauchen nicht einen Schlüssel? Weil ich glaube nicht, dass er beim Rammen so schnell einen Schlüssel reinstecken kann. Na, das geht schon. Ach, da oben sind die wieder. Na Mensch, die gibt's ja auch noch. Ja. Ich lass das jetzt mal, ne? Kommst du her? Ach, schade, will nicht. Du machst das super. Och, komm. Was tust du da? Ich seh nix. Komm erst mal. Das muss man fühlen. Komm her. Unglaublich. Oh. Es ist tatsächlich einer tot umgefallen. Und sogar noch einer. Boah. Wie soll ich mich hier eigentlich bemühen, du durchkommst zu kommen, so heil? Ne? Einfach so unzerstörbar. Wie viel weniger Natürlich. Schaden kriegen wir jetzt eigentlich durch die neue Rüstung? Ich hab's gar nicht gesehen. Hm. Ich hab jetzt auch. Ah, dieser Raum. Hätte klappen können. Dann halt nochmal. Ich glaube, wenn du sofort losrennst, sobald du durch die Tür gehst, klappt das auch. Klappt das hier? Da ist übrigens kein Boden, wo du drüber laufen kannst. Ja, ich wollte auch was anderes ausprobieren gerade. Was aber offensichtlich nicht geklappt hat. Nein. Boah. Ich versuch's trotzdem nochmal. Ja, schade. Es gab in der Advance-Version diesen Tempel der Vier mit diesem epischen Rätsel, wo man sich mit dem Rückstoß von dem hier bäm, über eine Schlucht katapultieren konnte. Ach so. Das gab's damals noch nicht. Ja, merke ich auch gerade. Schade. Die hatten doch nichts. Hätte wieder einen schönen Glitch gegeben. Das stimmt. Jetzt ist wieder rumgeglitscht wie ein ganz großer. Kann ich Knochen abwehren? Nee, schade. Ich dachte, das Spiegelschild kann alles. Natürlich. Es kann auch Kaffee kochen. Wie? Kann es das nicht? Und den Hunger in der dritten Welt lösen. Kann es das nicht? Nee. Ausnahmsweise kann es das mal nicht. Das ist ja doofi. Voll doofi. Mensch, diese Räume. Das ist ja der Wahnsinn hier. Aber ich wette, das hat sich total gelohnt, dass du da jetzt den Schaden gefressen hast. Ich weiß ja nicht, vielleicht, ne? Ja. Ach Gott. Wird ja immer besser. Kommt schon, ey. Du bist fast tot. Ich bin so brutal, ich lasse das Herz einfach liegen. Ja, ich merke schon, du bist einfach viel zu geskillt dafür. Du brauchst keine Herzen. Du siehst den Dungeon, du willst dich eigentlich nur runterhauen lassen, bis du nur ein halbes Herz hast. Damit du genau. Ein halbes Herz durchziehen kannst. Ich hab eigentlich gar keinen Bock, diese Dinger da jetzt. Ich bin zu neugierig. Scheiß drauf. Das ist es mir nicht wert. Ach was, du hättest. Ich glaub, das wird. Ach, oh, gerade so. Das war noch knapp. Alter. Ach nee, guck mal. Hey, Moldorm-Miko. Yay. Nee, das ist Twinmold, nicht Moldorm. Wobei Twinmold nur ein Moldorm ist. Nee, eigentlich ist das Moldorm. Twin Mold war Majora's Mask. Ah! Ja. Mann! Das sind alles Moldorms. Das ist Volvagia, so. Die sind sich auch sehr ähnlich, ja? Ja. Die explodieren genauso, gleich langsam. Volvagia explodiert genauso wie die Moldorms. Ich glaube, irgendwie alle Zelda-Wurmgegner explodieren auf diese Art und Weise. Ja, weil es halt total episch kommt. Oh mein Gott, wir explodieren von. Warum explodieren eigentlich Lebewesen alle? Ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie zu viel Sprengstoff gefressen oder sowas. Schwarzpulver geschnuppt. Oh ja. Ach, wunderherrlich ist das doch. Oh, ich wurde gepiekst. Boom, 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 boom. Ach Gott. Oh. Sind die empfindlich gegen Pfeile? Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, Nintendo war sogar mal nett. Schau mal einer an. Oder ich das leider nicht sehen kann. Ich hab den Weg genau gesehen. Da, 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 da. Was kannst du überhaupt? Ich muss das dann im Rendering tatsächlich so dunkel stellen, dass ich die Leute auch nicht sehen. Dann komme ich mir besser vor. So, wieder einfach mal die brutale Methode. Mensch. Hatten wir sowas nicht schon mal? Ich hab grad irgendwie Déjà-vu. Ja.
War ein recht ähnlicher Raum, nur da ging es von oben nach unten. Genau. Ach ja. Oh, schön. Schlüsselhof. Guckst in die falsche Richtung, Kollege. Ey, guck mich nicht an, ey. Du auch. Mach ich doch nicht. Ich mach doch gar nichts, ey. Lass mich in Ruhe, lass mich leben. Dieser Feigling, ne? Nein! Wow. Super. Wow. Hier. Stück. Ich habe mich immer gefragt, was das eigentlich für Gegner sind. Das sah für mich immer wie weibliche Bockpins aus oder sowas. Oh. Mensch. Fällt ja der Boden runter? Nee, ne? Was? Hier in dem Raum fällt nichts runter oder so. Nö, das ist einfach nur, um dich abzufacken. Na gut, dann darfst du das machen. Prima. Die Zeit ist, glaube ich, um, oder? Ja. Okay. Warte, beim nächsten Mal bei Zelt Air geht es weiter in den Dungeon. Bis dann! Ciao!